Hallo, wir sind hier immer noch bei Her Story. Langsam gehen mir die Begriffe aus, aber wir sind immer noch gut dabei, hier etwas herauszufinden, was es mit dem Ganzen zu tun hat. Ein paar Hintergründe vom Mord. Verdammt. So. Okay, hier gibt's noch was. Sie hat ja von diesen Müllbeuteln gesprochen, aber wahrscheinlich meint sie jetzt irgendwo eine Tasche. The whole thing was wrong. The bags. Taschen. I think they were from our kitchen. You can probably check that. We never go into the cellar. It's just a place we put things we don't need. Dad used to grow mushrooms there. The bags were taped up. I think it was parcel tape, but I think it was ours. Also das war jetzt wirklich wieder zu den Müllbeuteln, wo sie ja die Leiche gefunden hat. Und sie gehen da normalerweise nicht in den Keller. Ihr Vater hat da Pilze gezüchtet. Die Müllbeutel waren zusammengeklebt mit Paketband, was wahrscheinlich von ihnen kam. Ja. Checken wir mal den Zeller. Es ist immer cool oder interessant, immer das Letzte zu sehen, weil das ist immer so ein bisschen die Auflösung von dem Ganzen. Mal gucken, was sie jetzt uns da sagt. It happened very quickly. We hardly had to talk to each other. We agreed almost silently. The baby was what mattered. We'd help each other. We cleaned up. We bagged up the broken mirror, her clothes. They're gone. We took him down to the cellar. We had an alibi and we wanted the body to be found later. We wanted to have suspicion on us so we could then disprove it rather than have it linger. Better to keep the body in the house than risk being seen with it. The watch, that was my touch. The watch. To make sure the alibi stuck. Und wir sind wieder im Bild. Ich habe allerdings immer das Gefühl, dass das immer ein anderes Bild ist. Das sollen wir ja sein hier. Die Person, die wir hier in der Reflexion immer sehen. Aber ich habe immer das Gefühl, dass sie anders aussieht, die Person. Je nachdem, was wir herausfinden. Jetzt haben wir schon wieder herausgefunden, wie das war, dass sie beide irgendwie da drin stecken. Tatsächlich ist Eve weggefahren. Und Hannah hat das vollzogen. Und danach haben sie beide das alles aufgesammelt, aufgeräumt, sauber gemacht und haben eben diesen Plan mit der Uhr und so weiter und den Müllbeuteln gemacht. Dann gucken wir mal so rein, was es vielleicht noch über die Uhr herauszufinden, über die Uhr herauszufinden gibt. I guess you could call it that, but we were both happy to get married. Sie waren beide froh, zu heiraten. Es war eine wunderschöne Zeit. We had our first dance to come back and stay. I'm not sure if that's a good wedding song, but I loved it. I chose it. Tanzten zu einem Lied. It was genuinely our first dance. We'd never danced together before. Wir haben davon nie zusammen getanzt. It was probably awful to watch, but I enjoyed it. It felt like it was just me and Simon for that moment. Just the two of us. The two of us, just the two of us, you and I, oder so weiter und so fort. Ja. Ja, da haben die beiden jetzt schön getanzt miteinander. Lucky Punch. Nein, nichts. Punch. Auch nicht, natürlich nicht. Wir haben den Mirror, wir haben die Scherben, Pieces, nein, wir haben den Keller und die Uhr, was haben wir noch, das Baby haben wir noch, wir haben einiges über das Baby, Sarah, der Name des Babys. Ich will unbedingt dieses erste herausfinden.
den ersten Suchbegriff. Clock. Ha! Immer schön gucken, was hier drin steht, drumherum steht. Yes. He left after the argument. It was about 8 o'clock. Und das stimmt eben nicht. Er ist nicht weggegangen. Sie hat ihn umgebracht und dann ist die eine abgehauen, die andere ist da geblieben. Und deswegen musste sie sich wahrscheinlich übergeben, wenn man darüber nachdenkt, dass man jemanden umgebracht hat und so weiter und so fort. Checker. Ja, ich weiß, ich gebe gerade sinnlos hier die Begriffe ein, die hier sind. Log. Ach ja, genau. Die. Nein. Das ist falsch. Schreibt sich nicht so. Diary. Schreibt sich nämlich so, ohne A. Da können wir noch ein bisschen was über ein Tagebuch herausfinden. When I was 8, Mother died. She slipped Florence. Down the stairs. It was an accident. Oh Mann, sie ist die Treppe runter. I had read the diary at that point and I knew she wasn't my real mother. So I burned the diary that day. And I left. Walked out and across the street. Oder hat sie ihre Mutter umgebracht? Ein Unfall? Who knows, who knows? Könnte natürlich sein, dass sie ihre Mutter umgebracht hat. Wäre gar nicht mal so unwahrscheinlich, nachdem sie das Tagebuch gelesen hat und die Wahrheit herausgefunden hat. Da kann man schon als achtjähriges Kind ein bisschen wütend sein. Und dann vielleicht doch auch aus Unfall, nicht geplant, sie umzubringen, aber es könnte schon Unfall gewesen sein. Und wenn sie wirklich sehr viel gelesen hat, Märchen und so weiter, vielleicht hat sie das sogar in irgendeinem Märchen gelesen und versucht, in die Tat umzusetzen. Weiß man nicht, könnte gut sein. Just became our way of life. We would swap places and take it in turns to do things. And we were very careful. Whoever had been out that day would come back and write a detailed diary so that we were on the same page. We had a list of rules that said what we could and couldn't do in any given situation. It was exhaustive. We lived a second life through those rules. Rules for things that could only ever happen inside our imaginations. We would consider all the permutations of future events and agree rules to walk our way through them. Und wir sehen schon wieder das Gesicht von der anderen Seite. Ich muss mir mal die Mühe machen und diese ganzen Bildflicker übereinander legen, um zu gucken, ob da vielleicht ein richtiges Gesicht dabei rauskommt, weil immer andere Gesichtsbereiche beleuchtet werden. Mal gucken. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Auf jeden Fall finden wir hier einiges heraus. Ihr letztes Interview ist wahrscheinlich auch sehr, sehr detailliert und sehr ausführlich, weil da eben die ganzen Fragen aufgeklärt werden. Okay. Diary? Diaries? Ah, aber nie den Plural vergessen. Das ist ja hier, wird das anders geschrieben. Help me. Oh, help me. Then she told me she wanted to help more. She said I should move in with her. She would come clean with Simon about me. I was family. I couldn't have a baby in a bedsit. I told her I didn't want to tell Simon. Told her to wait for the time being. Und noch ein Detail kommt ans Licht. Also das mit der, das mit dem Zusammenziehen und das ist Simon Weiss. Told him. Und noch ein bisschen was. Well, yes. He found out on my birthday. I told him I was pregnant. Da geht's wieder um die Schwangerschaft. Pregnant, pregnant, pregnant. Das könnten wir auch eingeben. Told her. Gucken wir da nochmal kurz rein. Nein. Nein, falsch. Pregnant. Da gibt es auch noch ein paar Sachen, die wir noch nicht gesehen haben. Schauen wir da rein.
Wow. Hallo? I got pregnant. Ich wurde schwanger. Both our parents had a big powwow. We weren't even in the room. And they decided we should get married. Also sie war schwanger und dann haben die Eltern quasi entschieden, sie sollten heiraten, weil sie schwanger war. Ist heutzutage nicht mehr ganz so üblich, aber gibt es auch immer noch ganz oft, je nachdem wie religiös man auch teilweise hier verankert ist oder bezüglich des Namens des Kindes, wobei ich glaube, das darf man sich dann aussuchen, also da können die Eltern gerne miteinander quasi kommunizieren, wenn sie sagen gleich am Anfang, dass wenn das Kind geboren wird, ja, das soll meinen Nachnamen haben, dann wird das glaube ich auch gemacht. Es wird nicht zwangsweise immer der Mutter genommen. Ich glaube, das kommt immer darauf an, wie man das nimmt. Wegen verheiratet und so weiter und so fort. Naja, auf jeden Fall hören wir mal weiter. Yes, I'm fine. Oh, I'm sick again. This happened some days. I'm pregnant. This morning sickness. Glaube ich nicht. Water. Ich dachte, vielleicht fragst du noch Wasser oder sowas. I've had enough coffee for today, thanks. Glass of water. Ja, tatsächlich, sie hat nach Wasser gefragt. Aber Morning Sickness? Morning Sickness? Sickness? Na, okay. Ist leider nicht mehr. Morning. Oh, 5 Fälle über den Morgen. It was late. Early Saturday morning. Saturday morning. It was late. Early. It was late. Achso, früher Samstagmorgen. Das ist die Sache, wo sie in Glasgow war, wo sie abgehauen ist, angeblich. I was living in the attic. It was a very hard time. I was depressed. I was still pretty sick of the STD. STD ist Geschlechtskrankheit. And I came down one morning. They were dead. They were in bed and both had been sick. They'd thrown up a lot. And I just slept through it. The police said it was mushrooms they ate. Mushrooms. Dad was a mushroom expert. War ein Pilzexperte, aber trotzdem. He used to take us picking with him and he taught us how to recognize them. And there's no way you would have picked dead caps. But the police believe that's what happened. They never even looked in the attic. Das ist auch interessant. Wir haben ja vorher erfahren, dass die Eltern von Hannah und Eve, aber vorzüglich Hannah, gestorben sind aufgrund von Pilzvergiftung. Aber es ist immer so komisch und seltsam, wenn der Vater eigentlich ein Pilzexperte war und es scheinbar nicht unterscheiden konnte. Sie hat gesagt, sie war krank auf dem Dachboden wegen ihrer Geschlechtskrankheit, die sie hatte, war sie noch fertig und so weiter und so fort. Und dass sie dann runterkamen, waren beide tot im Bett. Das wirkt aber sehr merkwürdig. Ich überlege gerade, wenn es sie mit 8 ihre Eltern umgebracht hat, ihre Mutter umgebracht hat, also hier quasi die Rapunzel-Story. Sie hatte ja quasi die Rapunzel-Story, hat sie scheinbar runtergestoßen. Ist ein bisschen ähnlich wie bei Rapunzel, glaube ich. Ich glaube, da fällt die Mutter dann auch aus dem Turm oder sowas in der Art. Und da fällt sie die Treppe runter, damit sie dann frei sein kann. Vielleicht wollte dann Hannah entweder um Eve zu schaden oder um es mit ihr gleichzuziehen, ich weiß nicht, auch jemanden umbringen, damit sie noch gleicher sind. Und dann hat sie eben ihre Eltern vergiftet. Ich weiß allerdings nicht, ob es bei Rapunzel das auch drin vorkommt mit dem Vergiften. Weil da ist Rapunzel ja eine Prinzessin. Und die hat ja auch noch richtige Eltern und wird, glaube ich, von der anderen Hexe da entführt, weil ihre Haare ja irgendwie Kraft haben. Kann sein, dass es vielleicht damit auch etwas zu tun hat. Und Simon war eben dieser kranke Prinz. Der blinde Prinz.
blind ist lustig, wenn man bedenkt, dass er Simon scheinbar eine Brille getragen hat. Da gibt es schon eine krasse Parallele zu Rapunzel, zu dem Leben von den beiden, nur dass es eben Zwillinge sind. Und auch die lange Perücke mit den blonden Haaren und so weiter und so fort. Das ist schon sehr interessant, sehr gehaltvoll das Ganze. Oh Gott. Ich weiß, ich habe es total falsch eingegeben. STD wollte ich erstmal eingeben. Nein, da sagt sie nichts. Wir gucken einfach nochmal. Wie gesagt, mit Rechtschreibung ist bei mir manchmal schwer. I was living in the attic. Barry. Ich will nur kurz gucken. So. Mushrooms. Das wird tatsächlich so geschrieben. Mushroom. Also das Maschzimmer. Mushroom. Und ganz wichtig, Mushrooms. Ist dasselbe. Naja, schade. Ich dachte, vielleicht finden wir da noch über ein bisschen mehr über das heraus, über die Eltern. Wir machen nur Dad und Mom. Yeah, when I was at school. I worked part-time in the front shop. It was sort of an extended family thing. My dad used to work there, my mom worked there before I was born. I took care of paperwork, filing, typing out invoices, that kind of thing. It was a good job for a girl back then. I didn't work a till or anything, though. I was quite shy, so I wouldn't have liked to have worked a till. Ja, da haben wir nochmal erfahren, dass sie scheinbar als Kind oder als Jugendliche in dem Laden gearbeitet hat, wo auch schon die Eltern gearbeitet haben. Weiß nicht, ob das jetzt ein Familienbetrieb war. Ich glaube mal, da haben wir schon eingegeben. Okay, Vater, Mother for Brother. Kommt ein Bruder in dieser Geschichte eigentlich vor? He was like his brother. Oder sowas? She's crying. She's crying, I guess. Also, ja. She's sad because she saw her husband with another woman. Sie ist traurig, but weil sie... It's okay, because she finds out it wasn't her husband, it was his brother. And so it's fine. Du-du-du-dum. Ja, darum ging es, dass sie ein Bild beschreibt. Ja, sie ist traurig, weil sie ihren Mann mit einer anderen Frau erwischt hat. Und dann hat sich herausgestellt, dass es in Wirklichkeit... Gott. Der Bruder war vom Mann. I've been into work. I guess I've just been waiting to hear from you. Hear from my husband. Ja, jetzt gucke ich mal nach dem Ehemann. Ob es da noch ein bisschen was gibt. When you suspect someone of murdering their husband. Was war das? When you suspect someone of murdering their husband. Was war das? When you suspect someone of murdering their husband. So, when you suspect someone of murdering their husband. Sie mal verdächtigen, dass wenn sie jemanden verdächtigen, der seinen Ehemann umgebracht hat. Quasi. Okay. Was haben wir noch? I thought it maybe sounds suspicious. It's not a normal thing to do, to drive to the other end of the country. I wanted to keep it simple. I know it was stupid not to tell you everything. Saying I spent the night in Glasgow when my husband went missing, I thought it would, distract you from what was important. It's different now. Now he's. Also es hatte sie am Anfang nicht erzählt, als sie hier hingegangen ist, dass sie an demselben Abend, wo ihr Mann verschwunden ist, weggefahren ist. Ich weiß, ich habe Missing schon mal eingegeben, aber ich will das erste Video sehen. Es kann ja nicht so schwer sein herauszufinden, wann das war. Nein, auch gar nicht. Hi, hello, good evening. Vielleicht sollte ich mehr als nur good eingeben, aber hören wir erstmal da so rein. Yeah, tastes fine to me.
As long as it's black and strong, I'm good. Yeah, tastes fine to me. As long as it's black and strong, I'm good. Es geht um Kaffee. Schwarz und stark muss er sein. Simon's parents offered to put me out, but I don't think it'd be a good idea. It'd be too sad. Die Eltern wollten. Not right now. I'm staying at a friend's. Also die Eltern wollten dann Hannah aufnehmen nach dem Tod von Simon, aber sie halt das, hielt das für keine gute Idee und hat, ist dann bei Freunden untergekommen, wie eben auch immer. Aber klar, wenn man den Sohn quasi umgebracht hat, dann möchte man nicht unbedingt den Schwiegereltern in die Augen sehen, ob gewollt oder nicht. A cup of tea would be good, thanks. Just one sugar. Jetzt trinkt sie Tee. Kein Kaffee, mit einem Stück Zucker. Na komm, wenn wir schon beim Kaffee und Tee sind, können wir da auch mal kurz noch reinhören. Could I have a cup of tea? Sie trinkt Tee. Maybe a fresh cup of tea? Interessant. Coffee. A black coffee, thanks. No sugar. Sweet enough as it is. Ha! Auch interessant, man kommt relativ. About 8 years back. It was a present to myself. I shouldn't even be drinking coffee with the baby. It's been hard trying to give it up. Ich glaube, vielleicht sage ich noch was dazu. Coffee, I guess. Milk and sugar. Ist ein bisschen verwirrend. Ich dachte, vielleicht hätte das was. Oh, das war eins der ersten. Coffee, I guess. Milk and sugar. Black coffee, thanks. No sugar. Sweet enough as it is. Das ist das Erste. Wir haben es herausgefunden. Yay! Gut, zum Abschluss dieser Folge haben wir die erste Sache herausgefunden und wir haben herausgefunden, dass es Kaffee war, nicht Tee. Aber ich frage mich jetzt, ob das generell so war, dass sie Kaffee getrunken hat, weil die eine eher Kaffee trinkt und die andere eher Tee, oder ob sie Tee getrunken hat aufgrund des Babys. Das weiß ich nicht. Vielleicht beides, vielleicht auch nicht. Aber es ist ein Unterscheidungsmerkmal, warum die eine Kaffee trinkt und die andere auf einmal Tee. Obwohl es dieselbe Person ist. Jetzt, wo wir es wissen, ist es natürlich kein großes Mysterium mehr. Aber für den Anfang wäre das sicherlich auch interessant gewesen. Da hätte man über Kaffee und Tee das herausfinden können. Das war's aber mit dieser Folge. In der nächsten Folge geht's noch weiter. Ich bemühe mich weiterhin, alles zu finden. Auf den ersten Blick sieht's gar nicht mehr so viel aus, aber es ist immer noch genug, um hier noch ein paar Folgen rauszuhauen. Deswegen seid weiterhin dabei und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, cheerio.